Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Tutorial. Und zwar möchte ich einmal auf das GPS eingehen. GPS, ein heiß geliebtes Gadget Mod, wie man es auch immer nennen möchte. Es ist wirklich, also ich möchte es aus LS nicht mehr wegdenken. Kettle & Crops und Real Farm muss ich ja noch ohne spielen, aber hier im LS einfach nicht wegzudenken, dieses Feature. Und ja, ich habe hier den Drescher genommen, einfach mal, um es euch zu zeigen, was man letztendlich damit machen kann. Flügen ist noch ein bisschen anders, das werden wir gleich nochmal am Schluss drauf eingehen, weil da ja ein bisschen Versatz ist. Aber fangen wir erstmal mit Standard an. Einschalten tut das mit Steuerung Numpad 0. So, sieht dann erstmal so aus. So, grundsätzlich die Bedienung vom GPS immer mit Steuerungstaste, dann ist die Maus freigeschaltet. So, dann würde ich grundsätzlich immer auf A drücken, beziehungsweise wenn ihr auf Steuerung Numpad Enter drückt, richtet er sich aus. So, dann hat er ab dann erstmal in die Richtung, wo ihr steht, ne? Also stellt euch ans Feld. Jetzt seht ihr hier, da ist ja natürlich schon bewachsen. Wir schauen uns erstmal hier hinten die Linien an. Ich gehe es jetzt mal von oben nach unten durch, ne? Also hier kann man speichern und laden von den Ständen. Hier kann man rauf und runter gehen, indem man halt verschiedene Slots sozusagen speichert. Ihr könnt euch hier die Feldnummern speichern. Ich nutze es gar nicht. Hier könnt ihr auch mal löschen. Dann Workbereich. Das ist jetzt der Bereich, wenn ihr auf Steuerung A drückt, stellt er sich automatisch auf die 6 Meter. Schaut immer nach, wie weit ihr die Arbeitsbreite habt. Ansehen und so, ich weiß nicht. Also ich würde immer ein kleines Stückchen weniger machen. Solche die 5,8. Dann seht ihr, die Linien haben sich zusammengezogen. Das ist der Bereich. Also hier hoch, hier runter. Das seht ihr dann hier unten direkt, ne, zwischen den Pfeilen. Auf A stellt er sich automatisch aufs Gerät ein. Muss immer passen, gerade bei Mods schaut es immer nach, wie breit es ist. Und natürlich auch optisch seht das natürlich, ob es passt. Wenn er irgendwo 12 Meter steht und ihr seht hier schon, bei 12 Meter, das hängt hier hinten, dann ist es nicht so. Das ist erstmal die Arbeitsbreite. Dann haben wir den Course Set. Das ist eigentlich die Linien. Das heißt, wir können hier jetzt nach rechts und nach links gehen. Hier müsst ihr zum Beispiel jetzt noch leicht so gehen, dass wir wirklich am Feldrand sind. Hier können wir drehen. Hier können wir um 90 Grad drehen. Ist also auch kein Hexenwerk. Ich mache es mal wieder eben so, dass wir wieder die Linie gerade haben. Also ich habe Steuerung Numpad Enter gedrückt. So, jetzt sehen wir hier, wir sind an der am Feldrand. Ne? Wenn ihr ganz genau sehen wollt, springen wir mal hier runter. Hier habt ihr jetzt die Linie abgebildet. Wenn ihr so jetzt guckt, seht ihr, dass die Linie sich hier nach oben verfrachtet hat. Das heißt, ihr könnt jetzt hier wirklich aus dem Trecker die Linien oberhalb sehen. Ne? Wer es mag. So. Hier könnt ihr sie ausschalten, wenn ihr sie gar nicht sehen wollt, aber trotzdem danach fahrt. Das ist das Hexenwerk schon. Ich würde jetzt erstmal wieder hier oben weiterspringen und wieder nach draußen. So, jetzt haben wir hier Auto. Ah ne, wir waren ja hier in dem Bereich. So, Offset. Mal ganz kurz gucken. Genau. Das ist jetzt der Versatz. Den stellen wir jetzt erstmal auf 0, den brauchen wir nachher. Versetzt umkehren und automatisch so. Das brauchen wir gleich. Das ist für einen Versatz. Bei Flügen ist das wichtig. Dann sind wir auch schon doch hier. Wenn ihr jetzt einen Kurs habt, zum Beispiel haben wir hier jetzt einen Drescher. Wäre das, würden wir jetzt kein Mais machen, sondern Stroh, würde ja eine Strohablage mittig hinten liegen bleiben. Also könnte man rein theoretisch die gleichen Kurs wieder benutzen. Oder wenn ihr jetzt im Multiplayer fahrt, dann fährt einfach der Kollege dahinter oder an den Drescher. Drückt hier drauf und hat den gleichen Kurs wie hier. Die Linien genau gleich, das heißt, er kann wirklich den Kurs abfahren. Oder wenn ihr mit mehreren Dreschern fahrt auf dem Feld, nehmt euch den gleichen Kurs, einfach daneben fahren. Hier bei manchen ist es ein Einkaufskorb, glaube ich, hier ist es jetzt der Trecker. Es sieht optisch anders aus als manche, aber es ist letztendlich gleich, ne? Das heißt, hier übernimmt man dann den Kurs von dem anderen, der in der Nähe steht. Hier kann man GPS-Lenkradmodus, neue Richtung festlegen. Muss ich ehrlich sagen, habe ich nie gebraucht.
werden die auch nicht brauchen. Von daher gehe ich jetzt von aus. Ansonsten einfach mal austesten. Also ich brauche es nicht. Ich fahre auch nicht mit Lenkrad. Vielleicht deswegen. Dann haben wir hier Auto-U-Turn. So. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit. Hier fahren wir jetzt einfach durch. Ne? Er fährt durch. Egal. Feldende. Egal. Hier stoppt er am Feldende. Und es steht hier, wann er stoppt. Ein Meter vorher. Wenn er so stoppt, stoppt er weiter auf dem Feld. Ne? Und eins stoppt er sozusagen am Feldrand. Was haben wir hier noch? Anzahl der freien Linien verringern. Achso, ja. Das kommt jetzt. So, und dann haben wir jetzt noch dieses Return. Das heißt, er dreht automatisch. Dafür haben wir dann diese Pfeile. Hier in dem Fall wäre das richtig, dass wir dann so rumfahren. Wenn er aber dann nach in die andere soll, dann drückt er einmal hier drauf, dann seht ihr hier, er dreht dann am Ende. Und hier ist auch wieder entscheidend die Wende. Zum Beispiel bei Düngen könnt ihr natürlich weiter auf dem Feld drehen, weil ihr habt hinten ja 24 Meter oder so dran. Hier beim Drechen soll er natürlich einen Meter höchstens und wieder in die Richtung. So, das ist jetzt Drehen, das heißt, er dreht dann wirklich, also beim Düngen nutze ich das gerne, dann kann er so ein Feld komplett fertig machen. Hier fährt er wieder komplett durch. So, und was auch wichtig ist hierbei, ist jetzt hier, ne, wenn ihr zum Beispiel habt jetzt hier einen zu engen Arbeitsbereich, dann würde er ja hinten wahrscheinlich die nächste bekommen. Dann kann man auch sagen, komm, ich nehme nur jede zweite, oder man fährt mit zwei Leuten, ne? Dann kann man jetzt hier, ihr seht jetzt hier, er überspringt jetzt hier ein 0, sagt, heißt die nächste Bahn rein, hier überspringt er ein, hier 2, heißt ja nicht nur jede dritte Bahn. Und das ist schon das gesamte Hexenwerk. So, erklären wir noch mal kurz hier unten. Wir haben jetzt hier das GPS ohne diese Pfeile. Wenn ich jetzt Steuerung W ist übrigens aktiviert, seht ihr direkt hier und hier, dass es aktiviert ist. So, wir haben ja gesagt, mit Steuerung 0 schalten wir es ein. In der Regel habt ihr es, wenn ihr Steuerung 0 drückt, erstmal dieses kleine Feld. Damit könnt ihr jetzt mit Steuerung entfernen, also Komma im Numpad, direkt neben der Steuerung 0, Steuerung 0 Numpad, dementsprechend auswählen, ob ihr nur diese kleine Übersicht haben wollt oder diese große. Gerade zum Einstellen auf jeden Fall die große aktivieren. Ihr könnt es auch, wenn ihr nochmal drückt, ist es aus, aber das GPS ist noch an. Ne? Steuerung Numpad Komma. So. Jetzt stellt ihr euch am Feldrand, habt alles eingestellt, drückt Steuerung W. Ihr hört es am Klick. Deaktivieren hört sich auch anders an. Ne? So, Steuerung W aktivieren und dann drücke ich 3. Und ja, erstmal machen wir es an. 3. Ich mache jetzt mal den automatische Wende an. Bei 2. Sind jetzt hinten alles schon raus. Wir fahren jetzt ein ganz schönes Stück, weil ach, was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt Steuerung drückt und dann die Pfeiltasten, setzt ihr zur Wende in die Richtung an, wo die Pfeiltaste drückt. Ne, das heißt, ihr könnt auch sagen, fahr durch und gebt dann selber den Befehl zur Wende. Zum Beispiel, wenn ihr Platz ums Feld habt, macht selber die Wende. Sieht optisch schöner aus. Man kann ja außerhalb vom Feld sich wieder auf die neue Bahn, auf den neuen GPS-Kurs konzentrieren. Ich werde es auch in einer Folge jetzt das GPS durchziehen, dass wir hier einfach mal das GPS erklärt haben. Es gab die Frage und ich finde es mal ganz interessant. Ich denke mal, der eine oder andere interessiert es vielleicht. Vielleicht gibt es eine Taste, die er noch nicht so kannte. Und ums Offset werden wir uns jetzt gleich noch kümmern. Das heißt, der jetzt GPS erstmal nutzen will, dem reicht jetzt die erste Einführung, die ersten 8-9 Minuten. Kann der später nochmal zum Video zurückkehren. Lasst also einen Daumen da, auch wenn er wieder rausspringt. Würde mich sehr freuen. Und wir gehen jetzt noch weiter auf, ich will es uns einmal zeigen, dieses Überspringen. Man sieht auch hier noch 300 Meter fährt er.
Das sieht man hier unten jetzt. Moment, Steuerungstaste drücken. Ja, das sieht man hier ganz gut. Man hat eigentlich immer einen ganz guten Überblick, was jetzt gleich passieren wird. So, das war jetzt der Vorführeffekt. Nutzt also Drive Control, wie heißt es, Dings mit um. So, Steuerung W. Ihr könnt ja hier mit Shift 3, wenn ihr den, wie heißt der ganz genau? Drive Control, ja, genau. Könnt ihr, seht ihr hier unten, die Hand einstellen bei 100% unten rechts, seht ihr, in meinem Fall. Und dann würde er auch stoppen. Ich kann die Wände euch jetzt so nicht zeigen. Dann muss ich mal eben abfahren. Ich habe keinen Trecker frei. Ja. Wir fahren hier. Das machen wir gleich. Können wir hier vielleicht einen abholen mit? Dann holen wir halt mal mit dem Drescher schnell ab. Jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Feld so ergiebig ist. Kurz vorne zusammen. Dass wir in die Halle reinfahren können. Vorführeffekt, ne? Man kann viel vorbereiten, aber irgendwie nicht alles. Boah, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt bin ich rausgesprungen. Wir fahren jetzt hier. Okay, das war die Leertaste, habe ich gedrückt. Aber ihr könnt es euch vorstellen, testet einfach mal. Das automatische Drehen funktioniert ganz gut. Ich nutze es, wie gesagt, beim Düngen auf jeden Fall. Da kommt es auf eine kleine Ecke nicht an und verbraucht weniger Material, wenn der früh genug eindreht. Ich würde jetzt gerne noch aufs Flügen eingehen. Das ist Main. So, beim Flügen. Wir stellen wieder ein. Also ich mache mal aus. Steuerung Numpad 0 ist eingeschaltet, wenn es nur so klein ist. Einmal Steuerung Komma Numpad drücken und jetzt drücken wir wieder Steuerung Numpad Enter. Das sind eigentlich die drei Tasten, die nebeneinander sind, und die Steuerungstaste ist immer, um zu sagen, oh Achtung, es geht los. Dann drücken wir Steuerung und hier drauf Numpad Enter. Warum dreht er sich nicht? Okay, dann drehen wir ihn so. Jetzt sieht man hier vorne blaue und grüne Pfeile. Man sieht es hier noch mal ganz leicht angedeutet. Es ist halt, wenn wir jetzt hier auf Plus gehen, ne, hier auf Plus, dann sind wir auf 0. So sind wir auf, so war es eingestellt. So, ne, drücken wir mal auf A. So war es eingestellt. So, jetzt haben wir diesen leichten Versatz. Wir können hier auf automatische Versatzumkehr das aktivieren, dann ist hier zumindest ein grüner Fall. Ich weiß, grüner Kasten. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen jetzt aussieht. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Ne? Wir werden jetzt mal den Motor starten. Steuerung W. Fahren runter. Drücken die 3. Halt. Machen wir für die Optik, machen wir mal. Okay. Ne, ihr seht jetzt hier, der F1 sieht aus. Er pflügt jetzt hier die Bahn. So. Dann nehmen wir ihn hoch. Ich halte jetzt mal, fahre mal ein bisschen hoch. Ihr seht, die blaue Linie ist links, die grüne rechts. So, V.
für anheben und B für rotieren. Ihr seht, er hat es geändert. Durch das Rotieren hat er jetzt den Versatz umgekehrt gemacht. Jetzt können wir wieder hier ranfahren, runterfahren, Steuerung und W und drei für los. Er fährt los. Ihr seht, blau ist jetzt rechts. Hat extra hier so eine kleine Wiese gewählt, damit wir nicht so ein ganzes Feld haben. Hätte bei dem anderen auch kurz fahren sollen. So, wir fahren wieder gehen. V. Machst du. Einmal B. Und jetzt durch die nächste Reihe, die er ja erkennt. Das ist auch noch eine schöne Sache. Das heißt, wir haben ja in der Reihe hier in der Reihe gestanden. Das ist die Reihe 0. Dann haben wir die Reihe 1 und die Reihe 2. Das heißt, er zählt auch immer schön mit. Jetzt haben wir wieder links. Also ist doch nicht durch das Drehen, sondern durch die Reihe, durch die ungerade Zahl dann. So. Dann haben wir hier Steuerung W. Und wir fahren wieder los. Ist auch schon das gesamte Hexenwerk. Ich habe jetzt extra mal so einen Flug genommen, auch wenn ich sie nicht mag. Damit wird es natürlich erheblich leichter dann auch, hier zu fahren. Und ihr könnt mit Versatz fahren. Ja, sehr schön. Wir sind unter 16 Minuten geblieben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt für ein bestimmtes, ja, Teil, was ich vorstellen soll, einen bestimmten Mod, eine bestimmte Map oder sonstiges, gerade im LS17-Bereich. Jetzt ist er hier zu steil. Er ist auch der kleine Trecker. Ich wollte das nur mal zeigen. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da genügend Feedback kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne den Daumen da. Bis zum nächsten Let's Play, Tutorial, was auch immer. Übrigens, Scum kommt jetzt die Tage raus. Sehr interessantes Survival-Spiel. Bis dahin. Tschüss.